Angefangen, haben die Gegner gut unter Druck gesetzt, waren da auch dominant. Und ja, dann haben wir so in der zweiten Halbzeit, hat Yunus Balak vorne schön Druck gemacht und dadurch ist dann das Tor passiert und ja, hat er schön gemacht. Das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben, haben dann die Bälle nicht mehr so gut, also haben nicht mehr gut zusammengespielt. Und ja, dann haben wir kurz vor 10 Minuten vor Schluss haben wir dann durch einen Freistoß haben wir dann das Kopfballtor kassiert und ja, dann 3 Minuten vor Schluss haben wir dann auch nochmal einen Kopfballtor durch den Freistoß kassiert. Und ja, da haben wir halt nicht richtig reagiert und ja, sind nicht richtig hingegangen. Und wir versuchen jetzt nächste Woche, also auf nächste Woche versuchen wir uns gut vorzubereiten und dann nach Kleinkabel zu fahren und dort zu gewinnen. Ja, kurze Analyse zum Spiel. Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir das Spiel am Ende mit 2-1 verloren haben. Haben heute ja, wieder ganz gut angefangen, haben in der gleichen ersten Minute eine 1-gegen-1-Situation gehabt gegen Torwart, wo wir eigentlich in Führung hätten gehen können, haben dann ja, das Spiel auch eigentlich dominiert, haben gar nicht schlecht gespielt. Hinten raus ja, wurde es dann alles ein bisschen hektisch, machen dann direkt nach der Halbzeit eigentlich das 1-0, was für uns sehr wichtig gewesen ist, hatten eigentlich auch Kelkheim ja, ganz gut im Griff gehabt, bekommen dann kurz, ja, 10 Minuten vor Schluss das 1-1 durch den Freistoß, wo wir einfach ganz schwach verteidigt haben, ja, wo wir es nicht mehr geschafft haben, auch
da wirklich kompakt zu verteidigen, die Mitte zuzumachen, das Zentrum zuzuschließen, bekommen dann wirklich das 1-1 durch mehrere individuelle Fehler, wo wir gerade bei den Kopfballduellen schlecht gestanden haben. Und ja, haben dann das Spiel total aus der Hand gegeben, was total unnötig war. Wir kriegen dann kurz vor Ende der Partie das 2-1, auch wieder durch einen Freistoß eigentlich die ähnliche Situation, wo wir es auch nicht schaffen, da in den Kopfballduellen Zugriff zum Ball zu bekommen. Ja, und man muss aber auch gerechterweise sagen, dass wir heute keine so starke Leistung gezeigt haben. Wir haben uns hat einfach heute die individuelle Klasse gefehlt, mal zu sagen, ein, zwei Spieler, die sagen, wir nehmen das Ding mal in die Hand und versuchen dann mal wirklich durch eine Einzelaktion für Gefahr zu sorgen. Das ist uns nicht gelungen. Das Spiel an sich war sehr hektisch, es war auch ein sehr brisantes Spiel, ja, aufgrund der Tabelle auch. Ist für uns jetzt auch natürlich eine schwierige Situation, gerade nach der Niederlage auch in Wieseck letzte Woche, also mit der zweiten Niederlage in Folge, sind wir jetzt doch wieder im unteren Mittelfeld leider angekommen. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir aus der Situation wieder rauskommen und dass wir nächste Woche auch wieder beim direkten Konkurrenten in Kleinkarben versuchen werden, alles zu geben und auch positiv und gestärkt da um Punkte spielen werden. Ja, es ist schade, aber ich bin da überzeugt von der Mannschaft, dass wir uns da jetzt eine Woche wieder auf das Spiel vorbereiten und das Spiel heute abhaken. Es war vielleicht nicht ganz unser Spiel gewesen. Wir werden daraus lernen und hoffen, nächste Woche wieder ein erfolgreicheres Wochenende haben zu können.